Dieses Video wird meinem kleinen Freund Jonas gewidmet in Buchholz. Jonas wird nämlich demnächst 5 und Jonas isst als einzige Marmelade ausschließlich Apfelmarmelade. Und die werde ich ihm jetzt zum Geburtstag machen. Hallo lieber Jonas, ich mache dir heute eine Apfelmarmelade. Dafür brauchen wir Äpfel, 1 Kilo, ein bisschen Zitrone für ein Zitronenwasser, damit die Äpfel schön hell bleiben, und ein Gelierzucker. Das ist ein Zucker und da drin ist ein Pulver, das die Äpfel oder die Marmelade fest werden lässt. Und das bringe ich jetzt zum Herd und dann fangen wir an zu kochen. Also, hier sind jetzt die Äpfel im Topf und ich werde jetzt noch die restlichen Äpfel da rein tun. So. Und dann, guck mal, hier ist das Zitronenwasser. Und davon mache ich jetzt auch noch ein bisschen was rein, damit die Marmelade nicht so süß wird. Und wir unten ein bisschen Wasser haben. So. Dann kommt der Gelierzucker dazu. Und dann machen wir den Herd an, so auf mittelhohe Stufe, bei meinem ist das Nummer 6. Und dann wird das ein bisschen gekocht, bis es wärmer wird und unten ein bisschen mehr Flüssigkeit ist. Und dann wird das gekocht, bis die Äpfel weich sind. So, ich rühre das Ganze jetzt um. Guck mal hier, da siehst du ein bisschen, siehst du, dass da unten Wasser ist? Ja, kannst du das sehen? So, das muss auch da sein, damit die Äpfel nicht anbrennen, wenn wir das jetzt wärmer machen. Ich rühre das jetzt schön um. So. Bis der Zucker so ein bisschen, bis man den nicht mehr so sieht. Und dann kann das einfach vor sich hin köcheln. Ja, jetzt geht's. Guck mal, Jonas. Hier, ne? Da siehst du, dass die Äpfel noch ziemlich hart sind, wenn man sie umrührt. Hörst du das? Das sind richtige Stücke. Wenn wir die jetzt klein machen würden, dann hättest du Krümel in deiner Apfelmarmelade. Wir müssen also das so lange kochen, bis die ganz weich geworden sind. Und das zeige ich dir so Stück für Stück, während wir das kochen. Also jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt sind ungefähr so 7 Minuten vergangen. Schau mal in den Topf. Guck mal hier, jetzt blubbert das schon schön, ne? Und hör mal, merkst du, dass sich das nicht mehr so anhört, als würde das stückeln? Weil jetzt sind die Äpfel nämlich außen schon rum weich, das sieht man richtig. Und wir könnten die jetzt schon klein machen, aber auch dann hast du zwar nicht so große Krümel, aber immer noch Krümel. Ich denke aber mal, dass du lieber eine weiche Marmelade magst und deswegen werde ich das jetzt nochmal so 5 bis 10 Minuten drin lassen, damit die Äpfel schön weich sind. Guck mal, ich habe jetzt hier die Gläser heiß abgespült und die Deckel auch. Die schüttel ich dann kurz bevor ich da die Marmelade reinmache, nochmal so aus. Ne? Aber die sind jetzt schon schön sauber, dass wenn wir die Marmelade fertig haben, wir die da gleich reinfüllen können. Das ist ganz wichtig, damit die Marmelade haltbar bleibt. Das heißt, dass sie nicht schlecht wird. Also, jetzt guck mal hier in den Topf. Guck mal. Jetzt werden die Äpfel nämlich schon so ein bisschen, man nennt das glasig. Guck mal hier, die werden da so ein bisschen, die sind so ein bisschen weich, lösen sich schon auf. Und jetzt sind sie eigentlich perfekt, damit man sie klein macht. Und das werde ich nämlich jetzt mal machen. Guck, hier, das ist ein Pürierstab. Deine Mutter hat sowas hundertprozentig. Und das halte ich jetzt da rein. Und wenn man da drauf drückt, ich muss das mal ein bisschen so machen. Dann verkleinert das die Äpfel. So. So, guck mal. Jetzt, ja, siehst du, da sind keine Stücken mehr drin. Das wollen wir haben, weil wir wollen ja eine schöne Marmelade ohne Stücken haben. Und das haben wir jetzt erreicht. Als nächstes machen wir etwas, das nennt sich Gelierprobe. Das ist dazu da, zu gucken, ob die Marmelade auch fest wird. Gelieren bedeutet, dass etwas, was flüssig ist, so wie das, was du gerade gesehen hast,
fest wird. Und jetzt gucken wir mal, ob das da schon soweit ist. So, komm mal her. Ich nehme jetzt hier was von der flüssigen Marmelade und tue die hier mal so auf den Teller. Vielleicht hier nochmal einen kleinen Punkt. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt lassen wir das ein bisschen stehen oder halten das ein bisschen fest. Und wie du siehst, ist da ein kleines Häufchen. Und das sollte sich beim Bewegen nicht mehr rühren. Und das tut es nicht. Das heißt, diese Marmelade ist richtig. Die können wir jetzt abfüllen. Bevor wir das allerdings machen, müssen wir den Schaum, der hier ist, wegmachen. Der ist nämlich nicht schön. Der ist nicht hübsch auf der Marmelade. Also der ist nicht schlecht, aber er ist nicht hübsch. Und es soll ja ein schönes Geschenk werden. Und deswegen schäumen wir den jetzt ab. So nennt man das. Und zwar machen wir das mit sowas. Es gibt auch andere Sachen, womit man das machen kann. Aber wir machen das jetzt einfach mal mit so einem kleinen Löffel. Guck mal her. Da macht man das einfach runter. So. Und dann ist die Marmelade schön. Und wenn wir damit fertig sind, kommt die Marmelade ins Glas. So. So, und jetzt fülle ich die Marmelade ab. Ich mache es mir ein bisschen einfach. Ich mache das zuerst in so eine Kanne. Da kann ich es nämlich besser gießen und du auch. So. Und dann, je nachdem wie gut man schon ist, kann man es jetzt direkt so reingießen. Das geht nämlich auch. Guck mal. So. Okay. Und was du auch benutzen kannst, natürlich den kennst du ja schon, das ist der Trichter. Ne? Das geht natürlich auch ganz einfach. Wichtig ist, dass da nicht so viel daneben geht. Ne? Damit der Rand schön sauber bleibt und die Marmelade auch richtig zugeht. Das ist nämlich ganz wichtig. So. Dann gibt es etwas, was ganz gut ist, und zwar, man dreht die Marmeladen einmal auf den Kopf. Die sind aber heiß. Deswegen musst du irgend so ein Tuch nehmen oder ich habe so einen tollen Handschuh, ne? Damit das nicht zu heiß ist. Da kann dir bestimmt auch deine Mama dabei helfen, wenn das notwendig ist. Dann drehen wir die einmal um, weil nämlich dann der Deckel nochmal richtig schön heiß wird. Weil nämlich alles, was Marmeladen schlecht werden lässt, mag keine Hitze. Das heißt, wenn es schön heiß wird, wird die Marmelade nicht schlecht. Das machen wir jetzt 5 Minuten, lassen wir die so stehen und dann drehen wir es wieder um. Jetzt sind 5 Minuten um und wir drehen die Marmeladen wieder um. Guck mal so. Und dann schütteln wir das so ein bisschen, damit die Marmelade hier oben nicht drin hängen bleibt im Deckel, sondern schön wieder runter geht. Und dann lassen wir das abkühlen. So, ich zünde da mal. Also, lieber Jonas, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Jonas, Happy Birthday to you.